Heute ist es endlich soweit. Es ist der erste Schultag. Für viele Kinder und Jugendliche in Vorarlberg beginnt heute wieder der Schulalltag. Dieses Mal allerdings unter Einhaltung der Corona-Bestimmungen. Ich bin jetzt bei der Volksschule in Eck und schaue mir die Sache mal genauer an. Carmen Willi, Sie sind die Schulleiterin der Volksschule Eck. Heute ist der erste Schultag. Was ist denn dieses Jahr anders als vielleicht das letzte Jahr? Alles. Nein, wir bemühen uns um einen Start, der so gut und sensibel wie möglich ist für unsere Kinder, aber auch für uns Lehrerinnen und Lehrer. Natürlich sind die Vorgaben sehr weitreichend und die betreffen uns alle sehr. Die Herausforderung ist, gut zu starten, die Gesundheit im Blick zu haben und die Gesundheit weit zu sehen. Da gibt es Corona und da gibt es auch die Psyche. Jetzt gibt es ja einige Maßnahmen, die festgeschrieben wurden. Wie lassen Sie die sich jetzt denn an der Volksschule hier in Eck umsetzen? Ja, ich denke, mit Hausverstand lassen sie sich sehr wohl umsetzen. Die Kinder tragen beim Hereinkommen und beim Hinausgehen ihren Mund-Nasen-Schutz. Den sind sie sozusagen gewohnt, weil sie es in den Geschäften tragen müssen, weil sie es im Bus, auf dem Weg zur Schule, also im öffentlichen Verkehr tragen müssen. Und von dem her sind wir froh, dass wir die Klasse sozusagen als Haushaltsgemeinschaft, als Familie sehen können und dort im Klassenraum mit der bestehenden Gruppe normal arbeiten können. Wie wird denn heute der erste Schultag ablaufen? Der erste Schultag beginnt bei uns mit dem Gottesdienst. Der findet heuer draußen im Feld statt. Da sind wir nicht so eingeschränkt. Und der Sonnenschein lässt es zu, dass wir angenehm draußen starten können. Auch nachher die Begrüßung unserer Erstklässler wird draußen auf dem Schulhof stattfinden. Wie gesagt, alles, was im Freien ist, geht deutlich besser und mit weniger Vorgaben. Wir nutzen einfach den Spielraum, den wir haben, um unseren Schulanfang, aber auch unseren Schulalltag so gut und so normal wie möglich zu gestalten. Am ersten Schultag werden wir unsere Erstklässlerinnen und Erstklässler mit einer Sonnenblume begrüßen. Ja, ich denke, was können wir Besseres sagen am Beginn des Schuljahres? Machen wir es wie die Sonnenblume, wenden wir unser Gesicht der Sonne zu. Jetzt gab es ja öfters die Kritik, dass junge Schüler, jetzt vielleicht erst Zweitklässler, sich mit den Regeln noch ein bisschen schwer tun könnten. Wie könnte man es denen dann erklären, dass sie Abstand halten müssen, dass sie eine Maske tragen müssen? Ich denke, kleinen Kindern zu erklären, dass sie Abstand halten müssen, macht nicht viel Sinn. Wir können ihnen die Rahmenbedingungen so legen, dass sie oft die Gelegenheit, dass sie gar nicht in Versuchung kommen sozusagen, sondern eben in ihrem Klassenverband zusammen sind und dort müssen sie ja auch keinen Abstand haben. Ansonsten ist es wirklich schwierig, kleinen Kindern, unseren Volksschülern, gerade auch das Thema Mund-Nasen-Schutz so zu erklären, dass er auch sinnvoll eingesetzt wird. Ich wünsche mir hier natürlich eine differenzierte Sicht zwischen Volksschule und höhere Schule, weil wir merken, Kinder suchen sich, Kinder kennen dieses Thema nicht. Kinder können wir gut dazu animieren, regelmäßig und ausgiebig die Hände zu waschen. Andere Sachen sind ganz, ganz schwierig. Hausverstand, Hausverstand, Hausverstand. Hätten Sie vielleicht noch eine Nachricht an die Eltern? Ich denke, für die Eltern gilt dasselbe, wie wir es hier in der Schule im Alltag probieren. Wir probieren, die Kinder gut zu begleiten und dort haben Eltern vermutlich das allerbeste Gespür, was für das eigene Kind gut und wichtig ist. Und das eigene Gespür dürfen wir auf keinen Fall hergeben. Das ist das Allerwichtigste. Ja, ich bin Fella Lang-Christine, komme von Eck und habe einen Sohn an der Ecker Volksschule. Wie ist denn für Sie jetzt der Schulanfang mit den Corona-Bestimmungen? War das jetzt für Sie anders oder stressiger? Eigentlich nicht. Also wir sind sehr informiert, wir wissen Bescheid und wir freuen uns einfach, dass die Schule jetzt wieder richtig anfängt mit allen Kindern in der Schule. Da sind wir dankbar und hoffen, dass es lange so bleiben kann. Ja. Also sind die Änderungen, die Bestimmungen für Sie okay? Das ist für mich okay, auf jeden Fall. Weil dann ist garantiert, dass man so lange wie möglich offen herkönnen. Und das hoffen wir, dass das klappt.